Gabi, ich schalte immer bei RTL ganz gerne mit Hubert Aiwanger, weil er klemmt sich letztlich irgendwo sein Handy hin und steht auf dem Feld und macht dann eine Live-Schalte mit uns, weil er wohl im Bauernhof nicht so einen guten Internetempfang hat. Wie wichtig ist denn tatsächlich der Punkt Digitalisierung? Aber was mich noch wirklich am meisten interessieren würde, ist, müssen wir denn jetzt uns darauf einstellen, dass wir das jetzt noch lange so machen müssen mit diesen Digitalveranstaltungen? Ich denke, wenn sich alle impfen lassen, dann haben wir es irgendwann bald geschafft. Aber auch wenn es zu Ende ist, sollte man das beibehalten. Das muss man ganz überlegen. Wir erreichen ganz andere Leute. Wen erreichen wir denn an einem Donnerstagabend? Also ich wäre jetzt mit am Donnerstagabend, wenn wir diese Veranstaltung, die hätten wir doch früher Philipp hier im Landtag gemacht, im großen Senatssaal, bis die zwei Damen da gewesen wären, bis die Gäste alle da gewesen wären, wen jetzt alles interessiert. Ein ökologischer Fußabdruck, das muss man natürlich auch sagen. Wir hätten so um die 50 Leute eingeladen. Ja, warum ist man da nicht früher drauf gekommen? Aber umgekehrt, es gibt halt Klientel, da wird es halt nicht mehr hinhauen. Wenn ich jetzt anschaue, bei meiner Forstbetriebsgemeinschaft, ich hoffe, dass das immer noch so ist wie vor 6 Wochen, dass da noch keiner digitalisiert ist. Die würden nicht, dass sie jetzt das hören und beleidigt sind, aber da kommt keiner mit einer Videokonferenz zurecht. Also da hätte sie die Kerstin Schaffing gleich schwierig getan. Also das ist eine andere Altersklasse und die hätten da schon Probleme gehabt. Also ich denke, das eine wieder anfangen und das andere nicht sein lassen, weil wenn wir jetzt heute tief in das Thema Bier reingehen oder nächstes Mal tief in das Thema Wald und, wenn man das regelmäßig macht und die Menschen das dann nachschauen können, dass man viel mehr erreichen kann, wenn man richtig im Thema drin ist, als wenn man das weiterhin in Live macht, weil da hat man eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir in Live eh schon die Leute, die von dem Produkt begeistert sind oder die damit zu tun haben. Man bekommt also so quer dazu schwieriger die Menschen. Also wer eh schon immer gerne auf ein Bierfest geht, gegangen ist, der geht ja weiter auf ein Bierfest. Wer bei den Waldbauern dabei ist, der ist ja weiter dabei. Aber ich glaube mit, dass wir das auf jeden Fall dazulernen müssen, dass wir neue Schichten erschließen. Sarah, ich habe letzten Dezember eine Weihnachtsfeier von einer Anwaltskanzlei moderiert und wir haben uns wirklich 2, 3 Stunden lang vor den Bildschirmen hemmungslos das Bier reingekippt. Glaubst du auch, dass es so eine hybride Version geben muss dann in Zukunft, dass man jetzt praktisch eine Verköstigung vor Ort auf einer Bühne hat und dass das dann auch noch eine Kamera mitnimmt? Naja, also ich sage halt einmal, wenn das eine hybride Veranstaltung ist, dann hat man wenigstens ein Problem mit dem Fahren nicht. Weil so Bierverkostungen sind halt, also klar, man trinkt jetzt nie das ganze Bier aus. Aber ich meine, wenn man halt da 5, 6 Biere verkostet hat und dann von jedem einfach so, ne, mehr 150 Milliliter oder so getrunken hat, dann ist es natürlich einfach so, dass man nicht mehr Auto fährt. Also man setzt sich nicht rein, man fährt nicht mehr Auto. Und dann ist natürlich einfach so eine Online-Veranstaltung noch zusätzlich einfach mit einer Bierverkostung. Glaube ich, dass es für so einen lustigen Abend zu Hause jetzt auch keine schlechte Idee wäre. Muss man das nicht wegspucken? Na, das ist anders wie beim Wein. Das Bier schluckt man, weil man natürlich durch das Schlucken auch noch sehr viele Aromen und sehr viele ja, verschiedene Geschmäcker dann noch bekommt. Und deswegen wird es beim Bier runtergeschluckt. Sehr gut Also zu Philipp, man merkt, teilen. du bist nicht so der Experte. Ich würde nie auf die Idee kommen, das wegzuspucken. Gut. Kerstin, vielleicht noch einmal, wie könnte sich bei dir nachhaltig irgendwas entwickeln in Sachen Wald? Also gibt es da nicht auch irgendwelche digitalen Konzepte, die man vielleicht nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch aus dem Ausland beobachtet? Da ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was bekannt. Also wie gesagt, ich kenne das von der BASF. Die Videos auf YouTube schaue ich mir ganz gerne an. Aber was anderes wüsste ich jetzt nicht, dass es das gerade aktuell gibt. Okay, Aber also es vielleicht ist ja schaue auch ich dann schön, ja wenn man mal noch zu und fühlt in sich den Wald berufen gehen und kann. dann könnte man das gerne in die Tat umsetzen. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja.
Gabi. Ja, ich hätte vielleicht eine Idee. Kerstin, was magst du Sonntag früh? Wir sind ja nicht so weit auseinander. Ich nehme das aufgedankte Handy mit. Also ich hätte vielleicht eine Idee. Aber ich wollte noch dazu sagen, weil ihr gesagt habt, Veranstaltungen online, die ist das Allerschönste. In diesem Corona-Jahr war ein spontaner Messerundgang letzten Januar auf der Grünen Woche, die es gar nicht gab. Also meine Schwester, meine Freundin, ganz kurz entschlossen und wir haben alle Mitbringsel vom Jahr zuvor von der Grünen Woche, jede zu Hause vor sich aufgebaut. Das ist echt was Großartiges. Die eine in Köln und die anderen in der Nähe, aber trotzdem haben wir das Ganze virtuell eine Riesenparty gehabt und die war traumhaft. Und wir haben sonst immer bloß gejammert, dass wir so weit auseinander wohnen und sind da wirklich erst durch Corona draufgekommen, dass ja die mentale Nähe eigentlich das Wichtigste ist. Und das hat man vielleicht, sollte man vielleicht weiter mitnehmen, weil diesen Abend werde ich nie vergessen.